Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Quest for Glory Teil 2. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ihr seht, ich bin jetzt hierher gekommen, wo dieses Biest sein soll, in einen Käfig eingesperrt. Es war tatsächlich 2 nach Nord, aber nicht 5 nach West, sondern 7 oder 8 waren das jetzt. Hat auf jeden Fall ein bisschen weiter als gedacht. Ich weiß gar nicht. Ich hätte gedacht, er hätte gesagt 5. Aber vielleicht habe ich mich verlesen oder stand auch was Falsches drin. Ich weiß es nicht. The cage in the meh is made of wrought iron. When the sun is on it, the metal must be scorching. There is no sign of food or water in the cage. And the creature must be in the cage for at least a couple of days. There are no signs of footprints around the cage. The door is in the cage. The door to the cage is fastened shut, but there is no lock. You see a strange creature trapped in a cage in the middle of the desert. The head resembles a cobra, the body looks like that of a panther, and its tail is like a scorpion. You find it difficult to believe that such a combination could exist in nature. It looks half starved, and its eyes have a touch of madness in them. Können wir damit reden? Nee. Okay. Wir sollten auch noch mit dem Typ reden, mit dem Mediziner, wegen einer Entzauberung, hieß es. Wahrscheinlich ist das ein verzauberter Mann oder eine verzauberte Frau oder irgend sowas. Ja, das aufzumachen war vielleicht keine so gute Idee. Freeing a creature like this does not seem to have been a wise decision. Perhaps the fact that the beast is option starving and dying. Ja, okay. Aber können wir den vielleicht einfach mal Wasser geben? The beast grandly laps up the water while watching you with a hungry expression. Und was ist mit unseren Vorräten? He's wolfing that down pretty good for a snake. The beast quickly swallows the dried meat and fritz. Okay. Na gut, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal woanders hingehen. Geh mal zurück zur Stadt. Und reden mit dem Apotheker. The Saurus isn't thrilled at the prospect of getting closer to the cage. Sollst du einfach nur nach Norden gehen? Dann müssten wir doch auch bald die Steinwand haben, genau. Und dann müssten wir nur noch nach Osten gehen, denke ich. Ah, genau. Und das brauchen wir auch noch was. Irgendwie habe ich das Gefühl. Dass mir irgendwas ziemlich Blödes passiert ist. Ich habe meine zwei falschen Kopfhörer aufgehabt. Ich dachte, ich habe keinen Ton und ich höre irgendwie so leise Ton. Ja, jetzt wissen wir warum. Oder ich weiß warum. Falscher Kopfhörer. The Griffin looks like a cross between lion and an eagle. It seems to be sleeping. You can see part of a feather sticking around under the rock near the cliff base. Die Feder brauchen wir. The rock was heavy, but you managed to move it off the feather. You pick up a large feather and put it away. Die brauchen wir später auch noch. Das weiß ich da. Kann man nämlich auch verschiedene Sachen machen. Wir als Kämpfer mit einer ziemlich großen Stärke konnten die Feder einfach hier kriegen. Ansonsten hätten wir da hochklettern müssen und so stehlen müssen. Oder halt mit Zauberei vonstatten gehen. So, weiter geht's. Zurück zur Stadt. Ah, ich hoffe, ich finde das Ding nochmal. Genau, und den Bart von den einen, was wir genommen haben, den mussten wir anscheinend, das war auch so ein Typ, so ein Zutatenzauber, was der Typ haben wollte. Habe ich aber irgendwie ganz vergessen oder nie, ich wusste es nicht mehr. Ich habe den Bart ja eigentlich nur aus Jux angeklickt gehabt, aber naja, gut. Haben wir anscheinend trotzdem gebraucht für den Magier.
So. Apotheker sollten wir gehen. Den können wir nämlich jetzt zwei Sachen machen. So. Wir geben dem nämlich erst einmal... hier ist es. Scorpion-Dingsbums. Das geben wir ihm. Ah, wonderful, I was almost... So, 40 Diner. Perfekt. Dann reden wir über das Biest. You give Eric a brief description of the cage beast. Das heißt, wir mussten sogar dahin gehen. Vorher hätten wir das gar nicht machen können. The sound most interesting. It is probably not a national creature, but around here. Who can tell? You could try a dispel potion on it. True. Okay. Und der dispel potion? Hast du nicht zufälligerweise da? Ah, hier gibt's was Neues. A potion to break enchantments. I know of one in which the victim drinks the potion and the spell ends. It is a pity that I do not have any of the potions made up. I have most of the ingredients through. If you could find the ingredients I am missing, then I could make some dispel potions for you. To make a dispel potion, you will need a feather of a griffin. Hammercard schon, wie zufällig. And let me think, that be a problem. I need a fruit of compassion. For the potion to be effective, a strand of the enchantment's victim's own hair must be dropped in the last minute. However, this is up to you. Enchanted victim's own hair? Hätten wir denn irgendwie noch Haare kriegen können von dem? Griffin feather. The griffin is a half bird and half beast. It has the head of and wings of an eagle and the body of a lion. Since it's neither worry one in the nor the other, it can used as a catalyst for change. The fruit of compression is extremely rare. It can only be given, never taken or brought. I have heard rumors of but one plant in the entire land where you might find this. There are tales told to me of a woman transformed into a plant through a chin spell. She stands like a tree somewhere out in the desert, but it is said she bears no fruit. You should talk to the enchantress Alcesia, for she would know more about this than I. Das Haar? The hair is the last thing added to the potion, just before you give it to the enchanted victim. As the hair of the enchanted creature dissolves in the potion, so to shawl the spell dissolves when the victim drinks the... Okay. Das müssen wir dazugeben, aber erst ganz kurz davor vor, weil es zum Trinken geben. Das heißt, ich muss jetzt nicht laden und nochmal neu laden und versuchen, Haar von dem zu kriegen. The hair must be freshly pulled. That is important. Deswegen muss es auch... als letztes gemacht werden, alles klar. Okay, vielen Dank. Und goodbye. Ich hole nochmal neues Wasser. Wie viel von dem Essen haben wir eigentlich noch? Ja, da haben wir auch noch genug. Dann gehen wir schnell noch bei dir vorbei. Geben den Bart ab. So, da badabadab. Da haben wir's. You uncrawled me some roll from a dervish. Oh, fabulous day. Hurrah, hurrah, here's a diners that I must pay. Okay. Hat aber keine Punkte gegeben, wie es aussieht. Oder? Hab nicht drauf geachtet. Ja, egal. Wir gehen hierher und reden mit ihr. Es fehlt ja leider noch eine Zutat. Naja, eigentlich zwei Zutaten.
So, erst einmal danken für den Tee und dann über das Biest erzählen. You tell Asya everything you know about the caged beast. There is some form of magical protection around the cage which prevents me from detecting it. It is clear that a powerful magic user intends the creature to die. The beast is probably enchanted. You will need a dispel potion to find its true form. Hier haben wir sonst nichts. Ah ja. Caravan. The Caravan is Conley, bla bla bla, Beast. Since the beast is protected from my true side, then it is probably not what it seems. You will need a dispel. Ja, das hatten wir schon. The apothecary should be able to create such a potion to restore the true form to an enchanted creature. Wissen wir auch schon. Beast Hammer, Fruit of Compassion brauchen wir aber genau, das ist es. That is indeed a sad tale. Let me show you of that which we speak. I will tell you of a long time ago, when women wore veil and wear, but wives and shuttle to men. There was a woman, a beautiful woman, a loving woman, who wished with her very soul to become a healer, and thus aid others. Just the facts, ma'am. Her father tried to dissuade her, saying that this was no task for a woman of her gentleness and sensitivity. She would go about her duties quietly, but each evening she would tell him again that she wished to become a healer. At last her father gave in, and she was trained in the art of healing, despite the cheers and conditions of the male students and teachers. Sie became a healer and removed her veil forever. Right. Sie soon discovered that life was not easy for a woman healer. Many men distrusted her skills and refused to call upon her. Some men called upon her only to try to take advantage of her beauty. One day, a man came to her and told the tale of his brother dying in the desert. She did not quite trust his manner and of looking at her, but she could not refuse aid to one who might need it. She followed him out of the city and into the desert. She was led to an encampment of wretched tents. She soon learned to her sorrow that the tale of his brother was but a lie. This was brigands, and what they did with her, I should not say. She tried to escape from the next day and ran to the mountains to hide. They were swift to follow. They had nearly recaptured her when she called aloud for help. A genie heard her cry and transformed her into a tree. You could be the one to give her back her soul and free her heart from wood. You will try this, hero, will you not? Right. There are three things you must give her to save her soul. A gift of kindness, a gift of magic, and a gift of love. The gift of kindness is simple. It is only what you would give to someone who's been in the desert far too long. Okay, das dürfte wahrscheinlich Wasser sein. Also, wenn ich lange in der Wüste wäre, würde ich gerne Wasser haben. You must then tell her about yourself. Remind her what it is to be human. Your words are as important as a gift, for they give meaning to the act. Okay, Moment, das sollte ich mir vielleicht aufschreiben. Also erstmal Wasser. Dann über uns reden, über Menschen reden. So, the gift of magic is the gift of sacrifice. The gift must be something you gained through friendship and from aiding others. It must also be something from which a plant can gain strength. Gift of magic is a... Ist das Geschenk der... Must be something you gained through friendship and from aiding others.
Das könnte vielleicht die Erde sein. Ich habe ja auch gelesen gehabt, dass das hauptsächlich geht, wenn wir der Erdelementar erst besiegt haben. Und was braucht die Erde? Eine Pflanze Erde natürlich. Und es ist Magic, es ist Magie. Und wir haben es bekommen, indem wir auch anderen geholfen haben. Ich hoffe, das stimmt auch, was ich jetzt hier sage. Tell her then, how you got the gift and why. You will be reminding her of why she became a healer. Okay. The last gift, again, is simple. A mere gesture of affection. Remind her that there are still people in the world who care about other. Okay. Finally, there is something you need to say to her to remind her who she is. Her name is Shulana, follower of the Pomegranate. Okay, alles klar. Nicht Follower, Flower of the Pomegranate. When you have done this, your part in the tale will be complete. Shulana will not be able to walk this land as a human woman until another frees her with the power of true love. But you can at least free her spirit by giving her these gifts. Also wir können sie nicht wieder zum Menschen verwandeln anscheinend. Das muss jemand machen. Mit ihrer wahren Liebe eigentlich. Aber wir können ihr Geist befreien, okay. What's a Pomegranate? You will find her within a day's ride to the east, at the base of the mountains. May you heal the healer, Talada. Okay. Dann danken wir nochmal und sagen goodbye. Also, haben wir noch Wasser? Wir gehen Wasser nochmal holen, vorsichtshalber, falls wir kein Wasser mehr haben. Und wir gehen hierher, hier raus. Hat sie jetzt Osten gesagt oder Westen? Aber nach Westen waren wir eigentlich schon ziemlich. Wir sollten auf jeden Fall an dieser Dings langlaufen. Ich weiß noch nicht, im Süden oder im Norden. Speicher lieber mal. Dann laufen wir nach Osten. Oh, nee. Na gut. Erledigen wir den noch. Könnt mir vorstellen, dass wir hier nach Osten müssen. Im Westen waren wir ja schon. Oder wir müssen natürlich... Hallo? Ah, jetzt. Unser Stamina ist auch ziemlich niedrig. Sehe ich gerade. Dagegen sollten wir auch nochmal was machen. So. Ja, wir sollten noch einen Stamina-Trank trinken, denke ich. So. Okay. Wo bist du? Da kommst du ja. Und weiter nach Osten. In der Hoffnung, dass das jetzt auch stimmt. Wir sind an den Bergen auf jeden Fall. Ich glaube, sie hat nach Osten gesagt. Ich bin mir nicht sicher, aber sie hat, glaube ich, nach Osten gesagt. Und im Westen waren wir ja eigentlich auch schon. Frage ist nur, wie lange müssen wir jetzt nach Osten gehen? Ich würde sagen, wir sind da. Traurige Musik und der Baum, den wir auch gesehen haben. The plant almost look like a woman. Ach ja, warum wohl? Okay, in dem Fall machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.